Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Heute ist Silvester, der letzte Tag in einem Jahr, das wir alle so noch nicht erlebt haben. Jeder von uns ist mehr oder weniger von der Pandemie betroffen. Das wissen wir. Heute, den Jahreswechsel zu feiern, haben die Römer im Jahr 45 eingeführt. Also wir. Ich bin ja auch Italiener. Jedes Jahr feiern wir am Weihnachten den Geburtstag von Jesus. Hoffen wir im neuen Jahr 2021 auf sein Licht. Arbeiten wir alle mit an seinem Frieden, den er uns den Tieren der Natur bringt. Der heilige Franz von Assisi hat uns diesen Weg des Friedens mit der Natur, mit den Tieren und mit uns Menschen vorgelebt. Inspiriert von seiner Reise zu den heiligen Städten in Palästina, stellte er im Jahr 1223 mit lebenden Darstellern die Geburtsgeschichte Jesu nach. Auch ihr und jetzt können wir die unterschiedlichen Krippen in den Kirchen besuchen. Die Kirchentüren stehen offen. Nützen wir vielleicht diese Zeit, um dort die Ruhe auf uns wirken zu lassen. Liebe Zuhörer, Gesundheit, Lebensfreude wünsche ich Don Cesare Ihnen allen mit dem Segen aus der Krippe in Bethlehem.